Hier verwenden wir den NE555, um eine Pulsweitenmodulation zu erzeugen. Eine Pulsweitenmodulation ist ein Signal, das immer an- und ausgeschaltet wird. Es wiederholt sich ständig und die Periodendauer, also die Zeitspanne, wo es eingeschaltet ist und ausgeschaltet ist, die ist die ganze Zeit konstant, aber wir können bestimmen, wie viel von dieser Periodendauer eingeschaltet sein soll und der Rest ist halt ausgeschaltet. In unserer Schaltung können wir das mit dem Potentiometer einstellen. Jetzt sehen wir, dass die Leuchtdiode immer nur kurz aufblitzt und die meiste Zeit ausgeschaltet ist. Wenn ich jetzt hier ein bisschen am Potentiometer drehe, dann sehen wir, dass der Zeitbereich, wo die LED eingeschaltet ist, länger wird. Und wenn ich noch weiter drehe, dann ist sie mehr eingeschaltet als ausgeschaltet. Und das kann ich noch weiter fortführen, bis sie dauerhaft leuchtet. Wie funktioniert jetzt also diese Schaltung? Das schauen wir uns mal in der Simulation an. Wir haben hier wieder an den Ausgang von unserem NE555 unsere Leuchtdiode angeschlossen mit Vorwiderstand und wir haben hier wieder einen Kondensator, der abwechselnd auf- und entladen wird und der ist wieder gleichzeitig an den Trigger-Eingang und an den Threshold-Eingang angeschlossen. Das heißt, der NE555 schaltet den Ausgang auf High, wenn die Kondensatorspannung hier 3 Volt unterschreitet. Das ist ein Drittel der Versorgungsspannung. Und der Ausgang schaltet wieder auf Low, wenn 6 Volt überschritten werden. Bei dieser Schaltung ist es jetzt so gemacht, dass wir die Ausgangsspannung doppelt nutzen. Zum einen versorgen wir damit unsere LED. Aber gleichzeitig benutzen wir den Pin auch, um den Kondensator zu laden und zu entladen. Das ist dann dieser Pfad hier oben. Wenn also der Ausgang gerade auf High geschaltet ist, dann kann ein Strom auf den Kondensator fließen. Und wenn der Ausgang auf Low geschaltet ist, dann ist er ja mit Masse verbunden, dann wird der Kondensator entladen. Das Raffinierte an dieser Schaltung ist jetzt, dass wir die Ein- und Ausschaltzeit bestimmen können über unser Potentiometer hier. Wenn gerade die LED eingeschaltet ist, dann ist nur der obere Teil des Potentiometers aktiv, weil diese Diode hier leitet. Die andere lässt keinen Strom durch in dem Moment. Und die untere Diode ist für den Entladevorgang da. Und dadurch ist beim Entladevorgang der untere Teil des Potentiometers aktiv. Im Moment habe ich hier in der Simulation das Potentiometer genau auf die Mitte gedreht. Aber schauen wir uns doch mal an, was passiert, wenn ich sie jetzt verschiebe. So, jetzt haben wir hier den Widerstand deutlich verringert, der für den Aufladevorgang zuständig ist. Darum blitzt die Leuchtdiode nur kurz auf und der Entladevorgang dauert entsprechend länger, weil dann der untere Teil des Widerstandes dafür zuständig ist. Ich kann es auch umgekehrt machen. Jetzt dauert der Ladevorgang lange und dafür ist der Entladevorgang schnell abgeschlossen.